So, Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren mega spannenden Match hier bei Inazuma 11 Ultimate. Und wir sind noch so gesehen relativ fresh hier bei Turis verlorener Tour. Genau, beim ersten, zweiten, dritten, vierten Match. Also ja, noch im ersten Drittel kann man sagen. Ich glaube, es waren 16, 17 irgendwie so um den Dreh rum. Und diesmal ist der Gegner Team Tokyo D. Verteidigung ist Ehrensache. Also ich denke mal, da wird es wahrscheinlich einige, ja, passt auch super zum Austragungsort, zur Burg Nicho, wahrscheinlich einige Tokyoter Spieler geben. Von Tokyo, quasi vom alten, von der Bakumatsu-Zeit, glaube ich. Könnte sein, ja. Und viele, die im Tor stehen könnten, also es könnte eine Mannschaft nur aus Torwerten sein, aus Tokio. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall mal was jetzt ganz anderes. Wenn es allerdings stimmt, dann wird es doch ein bisschen zu leicht. Aber mal gucken. So, Touchpin ist ready und wir legen los. Ultimate oder Ultimate 11 vs. Team Tokyo D mit Level 58. Also musikalisch ist das schon mal sehr, sehr, sehr klassisch japanisch, gefällt mir. Und, nee, also Ryoma ist schon mal kein Torwart, das wüsste ich. Und die anderen sagen mir überhaupt nichts. Außer Q White, die White und Blacks, die kenne ich schon, die White und Black Crowns. Trainer ist Shintaro, ebenfalls hier von der Zeit, Nakaoka Shintaro. Ein enger Freund und geschätzter Berater Sakamoto Ryomas. So, aber es sind. Ne, es ist eine normale Mannschaft, also. Hier Verteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer. Alles, was es hier so gibt. Das ist einfach nur Tokyota. Das hat nichts mit Torwerten zu tun. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert irgendwie, war doch ein bisschen zu einfach. So, aber es sind viele neue Gesichter, die meisten kenne ich gar nicht. Na, gehen wir sie mal durch. Munetsuku Niseya. Achte beim Fußball immer darauf, nicht verschwitzt auszusehen. Was relativ schwierig ist, aber mit so einem Schwitzband, mit so einem Schweißband, ist es doch ein bisschen leichter. Dann, ihn kennen wir natürlich, Ryoma Nishiki. Seit seiner Rückkehr aus Italien spielt der frühere Stürmer im Mittelfeld und ist quasi der Samurai himself. Rechts davon Quinn Whitebridge. Die Whitebridge-Tochter ist elegant, aber überaus rebellisch. Sieht man auch an den Werten, nee, nichts. Ein noch relativ normal. Für das Level, diesmal 58, by the way. Im Mittelfeld. Cross, Xent Cross. Dieser Kampfkunstspezialistin macht mit dem Nunchaku niemand was vor. Hat doch nee, keine direkten Linientechniken, da gibt es auch ein paar. Aber nee, sind alles ganz normale Verteidigungstechniken. Nee, keine Dribbeltechnik. Obwohl sie eine Mittelfeldspielerin ist, nur Abwehr- und Schusstechnik. Auch interessant. So, und sie Slugge. Ist gegen Salz allergisch, seit er versehentlich seinen Tee damit süßte. Gehört er nicht Zucker rein? Das ist ein bisschen eklig. Das machen wir lieber nicht nach. Adora Shivers. Ah, Shivers, da gibt es auch einen Roman von Junji Ito, also ein Manga davon, namens Shivers. Bei der WS kommen derzeit so unfassbar viele Junji Ito Mangas raus und neu angekündigt. Sind, glaube ich, wieder zwei bei Carlsen angekündigt für Ende dieses Jahr, Frankenstein und noch irgendeins, richtig geil. Und so ein riesen fetter dicker Osche von Tommy, einer seiner ersten Mangas, glaube ich, ich habe noch nie so einen dicken Manga gesehen, das ist ja unfassbar. Glaub, der kostet auch 30 Euro oder so, Wahnsinn. Aber egal, liebt ja passenderweise Geistergeschichten und Gruselfilme, aber fürchtet sich nie. So, dann geht's hier mal in die Verteidigung. Virgil Ante, cooler Vorname.
selbsternannter, aber unermüdlicher Rächer der Entrechtsetzen. Der Rächer der Enterbten gibt es ja auch so einen Film, glaube ich. Platumael, weil er historische Schlachten lebt, trägt er immer eine Rüstung. So, warum nicht? Stella Z, Mitglied eines Ninja-Ordens, in dem Frau exklusiv Rot trägt. Ah, statt in dem Mann, in dem Frau. Interessante Grammatik hier. Und Don Kima, den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Leitet die Theatergruppe seiner Schule und spielt jede Hauptrolle. Im Tor Harriet Pin, Sam mit Haarnadeln. Ah, Harry at Pin. So, Haare und Pin wie Pinnnadel. Sam mit Haarnadeln und stellt die verrücktesten Dinge damit an. Hier würde dann nur Akupunktur und Voodoo-Puppen zerstechen einfallen. Beides sehr eindeutige Sachen. Wobei Akupunktur bestimmt hilft irgendwie bei allem Möglichen. So, auf der Satzbank sind unter anderem Rudy Blush. Versteckt sich hinter der Maske, weil er vor Aufregung rote Wangen kriegt. Immer noch besser als Corona. Zenith Shangri-La, sehr geiler Name. Flitzt blitzschnell vor und zurück und schaut sich dann plötzlich den Ball. Hat. Ja, Bumerang Luft für so eine ähnliche Technik. Also nicht. Wer ist das? Zickzack? Irgendwas? Gibt's auch schon eine Technik? Genji Santetsu. Der gelernte Schmied hasst harte Arbeit, deshalb wurde er ein Führer. Das ist eine geile Story. Team is Law. Sein Ziel ist der perfekte Freistoß. Torgeschützen spielt eine Nebenrolle. Ja, kann er frei stoßen, wie er möchte. Gibt es eher selten die Möglichkeit. Und zu guter Letzt noch Lynn Wildcat. Immer nett und beherrscht, aber wird zur Furie, wenn man es darauf anlegt. Zur Wildkatze quasi. So, haben wir schon gelesen. Defensive geht vor, plus 20 Defensivtaktiken, minus 5 Team-TP. Was ich fast wieder ausgleichen würde. Außerdem trotzdem noch 104. Also da könnte man schon ab und zu mal mit einer Taktik rechnen. Wenn es blöd läuft. Aber wir gucken mal. So, kurz umswitchen, dass ich weiß, who is who. Und let's go. Anschluss. Auf entspannt. Denkt natürlich nicht, dass schweißtreibendste Match hatten wir jetzt eh noch nicht so in dieser Tour. Oh, hier. Die Location. Hammer. Richtig geil. So, nichts. Muss ich ein bisschen aufpassen, sein Nack. Power ihn zu schnell aus. Lässt sich aber auch zu schnell umboxen. So, Mr. Schneckerich. Ab in den Dunstwirbel. Da gibt es zufällig Dunstnebel oder Nebelschleier. Dunst und Nebel ist ja quasi fast dasselbe, oder? Macht keinen Unterschied. Und in den Dschungel schicken? Nee. Dschungelschwung werde ich auch mal etwas sparsam einsetzen. So, erster Kampfgeist, ich gehe mit. Also raus mit Zodiac. Der hat sie. Behemoth auf Stufe 3. Ah, ich fühle den Song. Dem dritten. Dem dritten. So, und blutroter Keil. Der Versuch für das 1-0. Ich glaube, das ist nicht mehr der Versuch. Ich glaube, der geht wirklich rein. Titanenschild, mal gucken. Aber knapp. So, Cross. Diesmal Nebelsteuer. Also für mich ist Dunst und Nebel echt ziemlich das gleiche. Weil ich glaube, Dunst ist ein bisschen dichter wie Nebel. So. Mal Tryhard. Einfach nur ein bisschen zu triggern. Wobei die Gefahr groß ist, dass er den Airblock nicht hat. Genau. Gut getriggert. Erschöpft. So. Perfekt. War zwar nicht so geplant. Mal gucken, wenn ich mit Ricky vorbeikomme an Mr. Primadonna. Wenn ich Fersengeld zahle, ja. Perfekt.
So, links, rechts, wo ist er? Oh, diese geile Kapuki-Schminke finde ich auch so geil. Hat einfach einen richtig geilen Japan-Flair. Liebe ich einfach. So, mal gucken. Wird es vielleicht nicht ganz so, ja. Könnte reingehen. Mal gucken, je nachdem. Könnte noch eine Rüstung kommen. Kommt nicht. Erschöpft und 1 zu 0. Gut, Weltklasse. Lassen wir die Kirche im Dorf. Aber war ganz gut. Nein, muss ja das jetzt sein. Grande. So schießt man zurück. Leicht verspäteter Start, aber gut, sie ist down. Weiß nicht, ob es Ersatztorwerte gibt. Da gehe ich mal mit Ricky mit. Vielleicht, wenn ich mal die Verteidigung stärke, gehe ich mal eher auf Goldie statt auf Soar. Ich finde zwar immer geil, das zu jagen, aber Goldie von letzter Zeit so unfassbar gut. Ich meine, das Nosferatu-Match, holy shit. Da hat sie ja alles zerrissen. Gewagt habe ich gleich mal an. Ich denke, Zoliak wird jetzt drauf gehen. Aber Musashi auch. Wow. Double KO. Er hat sich gut geopfert. So. Haha. Knapp, aber gut. Taktik? Nee. Okay, Schildkröte-Schock schon etwas klügere Taktik wie Zeitraffer oder sowas. Aber macht nichts, ich bin wieder am Ball. Ja, Brandelbohrer. Setzen wir es mal ganz kurz ein. Trotzdem nicht. Bleibt mal lieber. Oh, das sieht relativ gut aus jetzt. Gehen wir mal mit Hyper Harmony rein. Schon sieht es jetzt quasi ohne große Defense. Das könnte das 2-0 werden. Und das ist schon. 2-0. Und der Kampfkreis ist komplett gut, das heißt, er kann auch nicht mehr rüsten. Und by the way, auch interessant. Der Gegner macht nie. Ah, weiß ich nochmal. Tipp. Kampfgeist sparen. Also, wo alle die Hälfte der TP einsetzen, damit man Kampfgeist wieder beschwören kann. Macht der Gegner auch nie. Haben wir zumindest noch nie gesehen. Nein, musste das jetzt sein. Grande. So schießt man Tori. Wäre zumindest ein ziemlich geiler Plot, als wenn es mal einer machen würde. Dass der Kampfgeist auch besiegt ist, aber später wiederkommt. TP-Fusion, so heißt das genau. Das quasi alle ihre TPs einsetzen, dass nochmal einer wiederbelebt wird, quasi. Ich mach mal wirklich. Goldie, ich lass mal Amaterasu raus. Gegen. Oh, die schwarze Dame. Die blaublütige Zauberin. Hexe gegen Göttin. Aber erstmal Musiker gegen Hexe. Hm. Weiß nicht, ob eine Technik drauf hat. Nee. Dann wird's wieder. Oh, das sieht einiges aus. Gegnerischer Ryuma, nicht verwirren lassen. Jumbo-Presse. Oha. Jetzt geht ein bisschen alles. New Pay. Erster Mixmax. Wir brauchen jetzt das Lied der drei Reiche. Wenn es zeitig geht, ja, definitiv noch den Kampfgeist. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass der jetzt so dermaßen eskaliert.
Also wie zum Beispiel TP-Fusion, das meine ich. Wenn es schöpft ist und dann wiederkommt, habe ich noch nie beim Gegner gesehen. Ich hoffe, das kommt auch nie. Wahrscheinlich bei den 99er Matches. Oh, das wird die Hölle. So, ich bin ready. Kette locker einholen können. Wieso gucke ich jetzt ganz gechillt zu? Ich weiß nicht. Ich gehe trotzdem mal komplett auf All-In. Hätte ich mir jetzt sparen können. Egal. Er ist draußen, Rüstung ist draußen. Der sieht der drei Reiche. Safe dick. Oha. Aber man weiß ja nie. Dann passiert doch irgendwas Crazyes. Und dann ist es gut, wenn er da ist. Schön schnell nach vorne. Wieder mit Rücke, solange man noch ein bisschen Kampfgeistpunkte hat. Lassen wir noch einmal die Harmonie spielen. Pfiuh. 13-0, oder? Ich glaube, es war 13-0. Jupp, 13-0. Ja, das wird wieder mal S. Gehe mal stark davon aus. Nein, muss ja das jetzt sein. Grande, so schießt man zu Re. Okay, dreimal Ricky. Machen wir mal was anderes zur Abwechslung. Zweimal Goldie. Nee. Nichts übertreiben hier. Geistangriff geht nicht. Locken geht. Ja, damit. Ach, deshalb. Zu wenig Energie zum Angreifen. So, dann auf entspannt Wundersprint. Okay, das war's mit entspannt. Aber die nicht mehr so viel gehabt hier. ECP, dass er da was großartig reißt. Das wieder mal den Schleier. Und hüllen ihn in diesen. Technik Plus. Super. Das auch schon lange nicht mehr. So, Schnecki. Sternenkreuzer. Auch ganz selten der Gabe, dass ich da mal ein bisschen angreifen kann. Auch eine geile Technik. Nicht so weit nach vorne. Alles klar. Sternsurfer, da ich noch zu weit weg bin und das noch als Fanschuss gilt. Bin aber ein bisschen ungeduldig. Wieder kritisch. Aus Gründen, die ich nicht weiß. Topspin-Haken. Nee. 14-0. Perfekt zum Ende der ersten Halbzeit. Fängt doch ganz gut an. Nein, muss ja das jetzt sein. Hahaha, wir spielen in einer ganz anderen Liga. Wechsel. Fioruma spielt jetzt Blush. Okay, wird Flex. Bringt mir jetzt auch nicht mehr so viel. Denn die erste Halbzeit ist vorbei. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Shivers, ich liebe den Spruch. Und dein Name. Ist Shivers nicht sogar... Ich glaube... Ein. Ist aber nicht... Ich glaube den mit den Fischen. Gio ist das. Gio habe ich, genau. Ich habe Gio, aber nicht Shivers. Es gibt mittlerweile schon 7 oder 8 von Junji Ito Mangas. Gio habe ich, genau. Der ist auch so gruselig. Holy shit. Es gibt sogar einen mit Katzen und er hat eine mega Angst vor Katzen. Ich hatte ihn schon mal online ein bisschen gelesen. Boah, die sehen so gruselig aus. Aber egal. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Angriff ist die beste Verteidigung. So. 4 zu 0. 6 Ballschüsse gegen 1. 13 Technik gegen 4. 69% Ballbesitz. 3 davon von Ricky. Ein bisschen zu viel auf ihn gesetzt. Aber egal. Ein Schluck und dann geht's weiter.
So, und weiter geht's. So, Balasch, da ist der neue. Der ist noch schön eingetütet. Da nimmt sich Massenpflicht, ist zwar weg, aber trotzdem, ich ziehe noch auf. Was eine gute Entscheidung ist, nebenbei. So. Wilde Taktik, was haben die denn? Okay, jetzt gehe ich aber mit. Ich habe mir jetzt doch Like getriggert. Flügelpfeile. Nee, doch nicht. 70 CP verbraten. Ungeil. Das bei Schildkrötenschock. Wer war dran? Ricky war dran. Schade. Aber jetzt ist Kuddelmuddel wieder. Okay, jetzt ist doch gut, wenn sowas hätte. Aber vielleicht kann ich ihn noch so aufhalten. Dschungelschwung ist normalerweise stark für alles. Jo, sogar diesmal. Fast das Doppelte einfach. Ne, sogar das Doppelte. Und darüber hinaus. Nix gemacht. Gehe ich, glaube ich, mal mit Famit. Holen wir mal den Dino raus. Und sie holt ihre schwarze Mähne raus. Schwarz gegen Blau. So, dann gibt es dafür noch Rex Maximus. Wenn schon, denn schon. Einfach ein geiler Schuss. Und stark genug, dass sie nichts macht. Und da haben wir das 15er. Mein Minimum ist quasi wieder erreicht. Sehr schön. Da haben wir noch massig Zeit, also alles geht schön. Nein, muss das jetzt sein? Ja, so wird das gemacht. Ich bin mir langsam sogar fast sicher, dass die ganze Abzeige eine reine S wird. Wir haben wieder cool. Ganze Tour glaube ich jetzt eher nicht, aber zumindest dieser Teil. Denn ich glaube beim rechten Teil gibt es auch so 60, 70 vom Teamlevel her. Und das sind auch schon 58, ist ja auch nicht gerade so wenig. Aber man sieht ja, Skill schlägt den Wert. So, bevor ich hier eingekesselt werde, lass mir lieber Victor einkesseln. Kann es zumindest ein bisschen besser werden. Mit der Plasma-Grätsche, perfekt. Sogar gegenüber Nachtfestung. Das ist normalerweise eine Dreier-Technik. So, und jetzt kann ich ganz entspannt. Okay, nicht ganz entspannt, ich muss doch meinen Okita rausholen, der perfekt hier reinpasst. Okita Sochi. Und da einen kleinen Stärkeboost drauf. Und nebenbei noch die Grüße an Themenklinge. Perfekte 500. Na, ja, starke Technik mit Rüstung. 666. Einfach mal den Teufel gezogen. Es gab ja auch schon mal, soweit ich weiß, mal öfters die 777, quasi die Lucky Number 7. Ich glaube, es war schon zwei oder drei Mal sogar. Aber eine 666, das ist schon cool. Oha! Wer hat das gemacht? Egal. Nicht ganz in der Schussbahn, aber wir versuchen es. Extra Fusion. Wir hoffen, dass keiner von denen blocken kann. Oha. Der Plan klappt einfach. Okay, Riesenplan einfach. Kettenschuss. Aber nicht gerade das Stärkste. Aber klappt. 6:0. Ja, so spiele ich ungefähr Gitarre. Also ganz schlecht. Nein, muss das jetzt sein? Grande, Sushi Spantori.
Sorry. So, da bin ich wieder. Kreuzband ist ein so unschönes Geräusch. Das erspare ich euch. Links? Nee. Er ist leider ein Rechter. Also von der Richtung her, nicht von der politischen Einstellung. Ja, ein bisschen gewagt mit diesem Aussehen noch. Da, was habe ich jetzt nicht gesagt? Aber er dreht ganz schön am Rad. So, aufpassen, bevor es hier noch eine Bombenstimmung gibt. Hat er nicht gesagt. Maximum vermorft noch. Kann ich noch morphen? Nö. Maximum ist schon erreicht. Da hat sich nichts geändert, da man die Haare nicht mal sieht. Macht jetzt gar nichts. Ich glaube, die Außen sind ein bisschen größer geworden. Hat meine Augen OP. So, dann den komme ich locker nochmal ran. Wundersprint. Jawohl. Da müssen wir gucken, wie ich an die Verteidigerin, glaube ich, vorbeikomme. Sie wird jetzt. Dachte ich, gucke jetzt nur zu. Sie. Nein, ich wollte sie wissen. Orkantunnel? Ja, sieht gut aus. Perfekt. Auf entspannt. So, sie schwitzt schon wie sonst was. Oh, keine KP. Die ist doch kaputt. Aber wir setzen noch einen drauf. Sturmbezwinger. Wenn sie uns zerstören, dann richtig. Weltklasse. Weltklasse. Einfach. Dann noch ein bisschen Zeit, da gibt noch einer. Nein, muss ja das jetzt sein. Ja, ich hab's geschafft. Ja, aber jetzt auch sehr, sehr schwer. So, bloß kann ich nichts mehr machen. Also wenn zur Konfrontation kommt, dann gewinnt immer noch eher, da er mehr KP hat. Also kann sich körperlich ganz gut einsetzen, allerdings nichts einsetzen. Aber langsam schwächer da. Was? Das war dreimal rechts, das ist schon ein rechter Knabe teilweise. Wie gesagt, mit dieser. Mit dem Outfit, dieses leicht verhüllte, dann noch mit dieser Einstellung, sehe ich gleich kritisch. Gehe mal lieber nicht drauf ein. Aber ich reite mal drauf rum. So. Aber wo reiten wir? Reiten mal auf Pegasus. Boah, diese Überleitung. Perfekt vom politischen Dilemma gerettet. Kamaitachi. Aha. Kommen wir dann sie durch. Sie ist ja fast wie ein. Oha. Stark. Na, geht noch mal 8 zu 0. 7 ist so eine unschöne, ungerade Zahl. Okay, Goldie ist da. Goldie passt schon auf. Außerdem ist es nur Sternsurfer. Schwacher Schuss von der Ferne. Wird jetzt aber verstärkt. Mit Schallmauer Schock. Könnte verdoppelt werden. Nee, nicht mal verdoppelt. Goldie guckt einfach zu, als wäre es nichts. Ist Pfannkuchen-Dingsbums nicht eine Blocktechnik sogar? Egal. Ball ist gesaved. Ah, und das war's schon wieder. Spiel beendet mit 7 zu 0. Leider eine unschöne, ungerade Zahl. 8 wäre noch besser. 8 ist so eine schöne Zahl. Auch von der. Ah, von der Symmetrie her. Genießen Sie. Noch einmal wird es euch nämlich nicht geben. Wieder so ein leicht vermummter. Das ist schon. Ja. Netter Versuch.
Gehen wir nämlich direkt darauf ein. 10 Torschüsse gegen 2, 25 Technik gegen 12 und 65% Ballbesitz. Das war schon leicht dominant. Oha! Ein Trainer seit langem. Team Tokyo D Wappen und Trainer Shintaro. Der Name erinnert mich ein bisschen an Shintaro Ui, den Main Character von Golden Boy. Nur richtige Männer kennen den Anime. Sehr geiler Anime. Auch von den 2000ern, glaube ich. Ist sogar einer von denen, die auf MTV liefen. Abends. Aus edgy Gründen. War, glaube ich, sogar ziemlich einer der ersten Edges, die ich geguckt habe. Und da war ich schon sehr verwirrt, was es da für Animes gibt. Jetzt gucke ich nicht mehr sowas. Na, nur ab und zu mal. Egal. Gucken wir lieber mal, wer der nächste Gegner ist. Sind wieder Teamen heute. Holy shit. So. Das ist auf jeden Fall Team Tokyo D. Und das nächste Mal geht's. Auch ein schönes Wappen. Die Chefinnen D. Schade, dass sie nicht öfter spielen. Könnten die Clubchefinnen sein? Würde so eine Art das Mädelsteam, die Chefinnen, die? Wäre interessant. Und danach gibt es noch eine kleine Zwischenbelohnung und danach noch drei Gegner. Haben wir noch hier einiges zu tun und ja, da drüben auch noch. Aber bisher ein super Start. Bisher viermal das S. Das ist doch schön. So, und wenn es nächstes Mal weitergeht bei den Chefinnen D, das sehen wir dann logischerweise das nächste Mal. Also gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, immer schön am kleinen, runden Ball bleiben. Bis dann. Ciao.